Hey, liebe Trio, willkommen zurück bei einer weiteren Folge von mir, The Cone. Im heutigen Premiere Pro wie ich dir, liebe Trio, zeigen, wie du coole und einfache Flashback-Transition erzeugen kannst. Wie das Ganze natürlich wie immer funktioniert, zeige ich jetzt mal wieder wie immer Schritt für Schritt. Damit ihr die coole und einfache Flashback oder besser gesagt auch Dream Transition erzeugen könnt, ist nicht vieles vonnöten. Als erstes natürlich wichtig, dass wir zwei Videos unserer Wahl in die Timeline einfügen. Als nächstes ist es dann wichtig, dass wir die beiden Spuren aktivieren, V1 und V2. Das heißt, wir klicken hier einfach vorne drauf auf dieses tolle V1. Somit können wir das Ganze aktivieren, falls wir es noch nicht haben. Als nächstes ist dann so, dass wir mit der Hoch- und Runterfalltaste zwischen beiden Videospuren springen können. Drücken mit der gedrückten Shift-Taste und der linken Pfeiltaste 5-mal nach links. Drücken die C-Taste, so dass wir den Razor Tool aktivieren und können an dieser Stelle das Ganze schneiden. Und das Ganze machen wir auf der rechten Seite genauso. Wenn dieser Schritt getan ist, ist jetzt so, dass wir die beiden Sachen, die wir gerade hier abgeschnitten haben, markieren. Das heißt, wir wählen die beiden aus, drücken dann mit gedrückter Alt-Taste darauf und ziehen das Ganze in die nächste Videospur hoch, denn wir wollen die beiden Spuren jetzt hier bearbeiten, die wir hochgezogen haben. Als erstes natürlich wollen wir einen Übergang machen, der ein bisschen weicher ist. Du kannst das natürlich auch hier an dieser Stelle hart einen Übergang lassen, das heißt, wir machen diesen Schritt dann nicht. Ich mache das Ganze, weil ich finde das angenehmer und auch besser aus. Das heißt, wir klicken jetzt hier Rechtsklick drauf, wenn diese tolle Animation erscheint, wo das Ganze entweder zum Ziehen dargestellt wird, und können dann hier an dieser Stelle mit Rechtsklick draufgehen und dann Apply Default Transition. Und je nachdem, welche Transition du hier an dieser Stelle ausgewählt hattest, erscheint dann hier, und wir sehen dann schon mal den ersten Schritt, haben wir eine kleine Transition erzeugt. Als nächstes markieren wir beide Spuren wieder, die wir hier oben haben, klicken Rechtsklick drauf und sagen, das soll als Nest erzeugt werden. Als nächstes fragt er uns natürlich, wie das Ganze benannt werden soll. Ich lasse das Ganze einfach so. An dieser Stelle, du kannst das Ganze umbenennen, wie du es möchtest. Bestätigen das auch mit OK und haben das jetzt als Nestdatei erzeugt. Der nächste Schritt sieht wie folgt aus, und zwar gehen wir hier rüber und suchen uns die Effekte raus. Sind wir da angelangt, suchen wir uns jetzt den Wave Warp raus. Diesen finden wir über Dissort und ziehen das Ganze auf unsere Nestdatei rauf. Ist das auch getan? Gehen wir zu den Effekt-Controls, die wir hier oben finden, gehen dann hier runter zu dem Effekt, den wir hier haben, oder besser gesagt, den wir eingefügt haben, und wollen das Ganze jetzt hier an dieser Stelle ein bisschen bearbeiten, damit das Ganze ein bisschen mehr zu diesem Flashback oder Dream Transition ähnelt. Dazu müssen wir jetzt hier an dieser Stelle ein paar Einstellungen vornehmen, und zwar sagen wir als erstes, soll das Wave-Type geändert werden, dazu soll das Ganze einfach zu Zirkel umgeändert werden. Als nächstes sagen wir natürlich hier diese Wave, hey, soll natürlich nicht auf 10, sondern auf 20 erhöht werden. Sagen dann hier an dieser Stelle, die Wave White soll anstatt 40 auf 200 erhöht werden. Dann wollen wir natürlich, dass das Ganze von unten links nach oben rechts geht. Wenn wir uns das Ganze anschauen, sehen wir, dass das Ganze nicht passiert, sondern er geht von links nach rechts. Deswegen müssen wir hier an dieser Stelle das Ganze auf 31 Grad erhöhen, runter reduzieren, und können uns kurz anschauen, was wir schon mal angestellt haben. Sieht auf jeden Fall schon mal besser aus, aber natürlich ist noch so das Ganze ein bisschen zu leicht. Deswegen wollen wir den Speed auch nochmal erhöhen, und zwar sagen wir hier an dieser Stelle, soll das Ganze 1,5 sein. Und der nächste Schritt, der ist entscheidend, denn ich kann das Ganze kurz zeigen, was ich meine. Und zwar, wenn ich die beiden hier unten deaktiviere und wir uns das Ganze anschauen, sehen wir hier an dieser Stelle, dass er den Rand so ein bisschen kräuselt, und wir wollen das Ganze entgegenwirken, damit dieses hier nicht weiter bestehen bleibt. Deswegen markieren wir das Ganze wieder, sagen hier an dieser Stelle, dass dann im Pinning geändert werden soll, und zwar All Edges. Wir können das hier unten wieder aktivieren, wenn wir wollen, und können uns schon mal anschauen, was wir hier eingestellt haben. Sieht auf jeden Fall schon mal gut aus, aber natürlich, sage ich hier an dieser Stelle, wollen wir das Ganze noch ein bisschen verfeinern. Dazu gehen wir hier runter wieder und suchen uns den nächsten Effekt raus, und zwar Blur. Gehen dann hier ein bisschen runter und suchen uns den Camera Blur raus. Diesen finden wir über Blur und Sharpen.
ziehen das Ganze auf die NAS-Datei rauf und sehen hier an dieser Stelle, dass das Ganze jetzt nicht mehr erkennbar ist. Das wollen wir natürlich ändern. Dazu gehen wir auf Effect Controls, runter zu dem Effect Camera Blur und sagen hier an dieser Stelle, wollen wir das Ganze auf 10 reduzieren. Können uns anschauen, was wir hier eingestellt haben. Sieht auf jeden Fall besser aus, aber natürlich der Übergang ist noch ein bisschen zu hart. Deswegen sage ich hier an dieser Stelle, dass wir wieder hier hochgehen und zwar Opacity. Sagen hier an dieser Stelle, wollen wir das Ganze ein bisschen bearbeiten. Dazu springe ich hier an dieser Stelle natürlich ganz nach vorne. Von dem Anfang, wo das Ganze mit dem Effekt beginnen soll, sagen hier an dieser Stelle, soll die Opacity auf 0 reduziert werden. Sagen wir ungefähr 2 Frames oder besser 10 Schritte zur Seite, indem wir die gedrückte Shift-Taste und zweimal nach rechts drücken. Sagen dann hier an dieser Stelle können wir das Ganze erhöhen, nicht ganz auf 100%, sondern wir sagen hier an dieser Stelle 80%. Können das Ganze auf der anderen Seite genauso machen. Und können uns ganz kurz anschauen, was wir hier angestellt haben. Sieht schon mal gut aus, aber ich bin immer noch so der Meinung, dass man das dann noch ein bisschen mehr rauskitzeln kann. Deswegen markiere ich jetzt alle Keyframes. Sage dann hier an dieser Stelle, dass wir das Ganze zu Bezier umwandeln. Und natürlich sage ich jetzt hier an dieser Stelle, wo das Ganze beginnen soll. Hier an dieser Stelle nur diesen nehme ich. Sage ich hier an dieser Stelle soll das Ganze Easy Out sein. Und hier an dieser Stelle soll das Ganze Easy In sein. Und können uns das Ganze nochmal anschauen, was wir hier eingestellt haben. Ich bin am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, dir, liebe Zuschauer, hat das Ganze gefallen. Lass wie immer ein Like da, vergesst mich nicht zu abonnieren und natürlich die Glocke zu aktivieren, damit du keine weiteren Folgen von mir, Sekko99, in Adobe Premiere Pro verpasst. Also bis zum nächsten Mal.